Spielt Ihre Schilddrüse in den Wechseljahren verrückt? Leiden Sie an einer Über- oder Unterfunktion mit trockener Haut, Müdigkeit, Gewichtszunahme oder Herzrasen? Es ist wichtig, Schilddrüsenfallen zu verhindern, damit sich die Symptome nicht verstärken, sondern im Gegenteil bessern. Welche Schilddrüsenfallen das sind und wie Sie die verhindern, darüber spreche ich in diesem Video. Mein Name ist Susanne Kirschner-Bruns, ich bin Ärztin und Buchautorin. Die Frauengesundheit steht seit 25 Jahren im Fokus meiner Arbeit und alles, was ich darüber weiß, teile ich auf diesem Kanal mit Ihnen. Prozent der Schilddrüsenpatientinnen leiden an einer Unterfunktion. Die Symptome sind vielfältig. Fatigue, also diese starke Müdigkeit, Depression, Verstopfung, trockene Haut, Gewichtszunahme, Gelenkschmerzen, Muskelschwäche, hohe Cholesterinspiegel, dünne Haare, langsamer Puls, Kälteempfindlichkeit, Konzentrationsstörungen. Die Liste ist endlos. Und oft ist die Schilddrüse auch vergrößert. Die Schilddrüse ist eine der wichtigsten Hormondrüsen, weil ihre Hormone für fast alle Stoffwechselvorgänge, für das Wachstum der Zellen und andere Körperfunktionen essentiell wichtig sind. Die Verbindungen sind extrem komplex. Die Schilddrüse ist sozusagen mit jedem Organ und allen Hormondrüsen verbunden. Hier ein Bild, wo Sie das ganz gut sehen können. Das sieht fast aus wie der Berliner U-Bahn-Plan. Da sehen Sie, dass die Schilddrüse überall ihre Finger im Spiel hat. Forscher haben beobachtet, dass bei Frauen das Risiko für Autoimmunerkrankungen, insbesondere in Hormonumbruchsphasen wie Pubertät, Schwangerschaften und Wechseljahre, steigt. Für Multiple Sklerose zum Beispiel in der Pubertät, für Hashimoto, wenn die Frauen in die Wechseljahre kommen, und für rheumatoide Arthritis nach der Menopause. Autoimmunerkrankungen betreffen zu 80% Frauen. Das körpereigene Immunsystem greift fälschlicherweise dann die eigenen Körperzellen an. Im Fall der Schilddrüse die Zellen, die das Schilddrüsenhormon produzieren. Warum sind Frauen so anfällig für Autoimmunerkrankungen? Unter anderem Forscher der Mayo Clinic in Jacksonville in Amerika beobachteten, dass Östrogen Autoimmunerkrankungen steuert. Alle Sexualhormone, also auch Östrogen, beeinflussen auch unmittelbar unsere Gene. Von denen wird wiederum die Abwehr und das Immunsystem reguliert. Östrogen schaltet zum Beispiel das Gen für die Signalsubstanz Interferon Gamma an. Diese Substanz steuert Abwehrprozesse. Das ist super. Aber auf der anderen Seite verstärkt sie auch Autoimmunerkrankungen. Und das ist das Dilemma. Östrogen aktiviert außerdem B-Zellen. Das sind spezielle weiße Blutkörperchen, die im Gedächtnis haben, wogegen der Körper Antikörper produzieren muss, wenn wiederholt oder überhaupt ein fremdes Bakterium, ein Virus oder sonst ein Krankheitserreger sozusagen vor der Tür steht. Leider sind diese B-Zellen auch dann für Autoimmunreaktionen ursächlich. Auch Progesteron wirkt auf das Immunsystem. Das männliche Testosteron hingegen, das wir Frauen zwar auch in uns tragen, aber eben nicht in der Höhe wie die Männer, bewirkt, wenn es an einem B-Zellrezeptor andockt, eher eine Unterdrückung des Immunsystems. Das ist wahrscheinlich unter anderem eine der Ursachen, warum mehr Männer an Covid erkrankt sind. Das männliche Immunsystem hat weniger effektiv das Coronavirus abwehren können als das weibliche Immunsystem. Aber kommen wir zurück zu Hashimoto. Der Hauptunterschied, warum Frauen häufiger als Männer an einer Hashimoto erkranken, liegt wirklich am biologischen genetischen Unterschied. Frauen haben zwei X-Chromosome. Warum wird ein Mann zum Mann, zumindest als männliches Baby, geboren? Weil Männer nicht zwei X, sondern ein X und ein Y-Chromosom haben. Eine Studie lässt nun vermuten, dass die Information für eine Autoimmunerkrankung, also auch Hashimoto, auf einem Gen auf dem weiblichen X-Chromosom liegt. Man spricht von X-chromosomalen Genen, die direkt mit Autoimmunerkrankungen in Verbindung stehen. Jetzt bin ich tief mit Ihnen in die Zellebene und diese spannende Materie eingestiegen. Was brauchen Sie nun als Frau in den Wechseljahren mit einer Hashimoto, damit Sie nicht in die Schilddrüsenfallen tappen? Erstens, lassen Sie regelmäßig Ihre Schilddrüsenhormone bestimmen. Wenn Sie die Diagnose Hashimoto neu gestellt bekommen haben, dann engmaschig, das heißt alle 4 bis 6 Wochen. Bei schon längerer Hashimoto-Diagnose mindestens einmal jährlich. Aber jede Frau sollte grundsätzlich einmal im Jahr ihre Schilddrüsenhormone checken lassen. TSH ist das übergeordnete Hormon im Gehirn. Von da wird die Schilddrüse, die im Hals sitzt, gesteuert. Diesen Regelkreis erkläre ich ausführlich in meinem Video 10 Tipps für Hashimoto. TSH wird standardmäßig bestimmt in der hausärztlichen Praxis und oft auch nur dieses Hormon. Wenn der TSH-Wert hoch ist, heißt das, dass die Schilddrüse nicht genug Hormon ausschüttet. Ist der TSH-Wert niedrig, dann schüttet die Schilddrüse zu viel Hormon aus.
Gerade dadurch, dass man oder wenn man Schilddrüsenhormone einnimmt. Wenn Sie denken, ich nehme ja jetzt bei meiner Hashimoto-bedingten Unterfunktion Schilddrüsenpräparat ein und alles ist gut, dann spiegelt Ihnen Ihr Körper vielleicht einen anderen Zustand. Wie das Bild gerade gezeigt hat, ist die Schilddrüse selbst an vielen Körperfunktionen beteiligt. Aber das gilt auch umgekehrt. So viele unterschiedliche Parameter wirken auf die Schilddrüse ein. Da kann schon mal eine schlaflose Nacht oder natürlich der in den Wechseljahren ständig schwankende Östrogenspiegel, eine Diät, die Sie gerade machen, Ihre emotionale Verfassung und so weiter, dieses sehr sensible System durcheinander bringen. Wichtig, und das sollten Sie als Patientin in der Arztpraxis ansprechen, sind auch einmal weitere Laboruntersuchungen zur Schilddrüse. Das sind die Werte, die Sie hier im Kasten finden. Dazu gehören die Blutspiegel der Schilddrüsenhormone, FT4, FT3 und der Antikörper. Empfehlenswert sind auch die Werte von Vitaminen, also Vitamin B12, Vitamin D und auch Selen und Zink. Weil die Hashimoto auch auf eine Unterversorgung dieser Vitamine und Spurenelemente oft mit Symptomen reagiert. Kommen wir zu Punkt 2. Machen Sie sich Ihren Körper zum Verbündeten. Wenn Sie für Ihren Körper ein Gefühl bekommen oder haben, dann wissen Sie, was sich im Rahmen der Erkrankung anders oder neu anfühlt, was Sie spüren, was Sie merken. Hören Sie auf Ihren Körper und nicht ausschließlich auf die Laborwerte. Auch wenn ich die Hormonbestimmung gerade so dringlich gemacht habe, nur auf den Laborwert zu hören, kann sich als Falle herausstellen. Manche Frauen haben trotz normaler Schilddrüsenwerte weiterhin Beschwerden. Hören Sie darum, und das ist wirklich wichtig, auf Ihren Körper, denn der hat im Zweifel recht. Gerade Hashimoto ist mit ihren vielen Gesichtern und Facetten eine Erkrankung, deren Behandlung immer wieder neu justiert werden muss. Kleine Veränderungen können da große Erleichterung bringen. Vermeiden Sie darum unbedingt die Falle Nummer 3. Vermeiden Sie Stress. Denn ein Charakterzug, ein sehr belastender, ist bei Autoimmunerkrankungen das schubweise Auftreten. Das Immunsystem ist dann besonders autoaggressiv. Das führt im Fall der Hashimoto zu einer akuten Verschlechterung der Beschwerden, weil viele Schilddrüsenzellen auf einmal zerstört werden und eine Menge Schilddrüsenhormon aus diesen zerstörten Zellen entweichen kann. Leidet man eigentlich unter den Symptomen einer Unterfunktion, also Müdigkeit, Muskelschmerzen und vieles mehr, dann können durch einen solchen Schub plötzlich neue Symptome auftreten, die einer Überfunktion entsprechen. Herzrasen, Schlafstörungen, Haarausfall, Angst. Getriggert werden die Schübe durch Stress und oft kommen mehrere Stressfaktoren zusammen. Nummer 4. Menschen mit Autoimmunerkrankungen reagieren oft empfindlich auf bestimmte Nahrungsmittel. Das ist bei Hashimoto für Gluten bekannt. Aber auch auf das Milcheiweiß Casein reagieren ca. die Hälfte der Hashimoto-Patientinnen empfindlich. Milchprodukte können darum bei einigen Hashimoto-Patientinnen die Symptome verstärken. Vermeiden Sie diese Caseinfalle. Probieren Sie aus, ob sich Ihre Symptome bessern, wenn Sie Milchprodukte mal eine Zeit lang weglassen. Nummer 5. Geben Sie der Schilddrüsenfalle Übergewicht keine Chance. Die Unterfunktion verlangsamt den Stoffwechsel. Der Körper verbrennt leider nicht mehr so zuverlässig und effizient die Kalorien. Gegen eine Gewichtszunahme oder auch Nachgewichtszunahme bei Unterfunktion hilft häufigerer und regelmäßiger Sport sowie eine Anpassung der täglichen Kalorien. Gutes intermittierendes Fasten, dann aber mit frühem Abendessen und Frühstück und auf keinen Fall ohne Frühstück. Und eine, wie gesagt, milchfreie und antientzündliche Ernährung. Antientzündlich heißt hier insbesondere kein Zucker. Ich bin mir sicher, wenn Sie diese 5 Schilddrüsenfallen umschiffen können, dass es Ihnen mit entzündlicher Schilddrüsenerkrankung, also Hashimoto, besser geht. Ich freue mich über Ihre Erfahrungsberichte in den Kommentaren. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben und über ein Abo. Und aktivieren Sie die Glocke, damit Sie kein neues Video mehr verpassen. Herzlich, Ihre Susanne Kirschner-Bruns.